Ich habe Post aus Hogwarts bekommen. Hogwarts, Witchcraft and Wizardry? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen werden. Ah, das Schuljahr beginnt am 1. September. Endlich habe ich mein... Ich wusste, dass ich kein Muckel bin. Endlich habe ich meine Post bekommen. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf der Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium doch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elazar Fick Ihnen dabei hilft, Ihre Zauberkünste, ich kann nicht mehr lesen, zu verbessern, bevor Sie von London zum Schloss begleiten, wo Sie festmal beteiligen. Okay. Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiter. Cool. Eine Weasley als stellvertretende Schulleiterin. Ah, wir können erstellen. Sind wir ein Mädchen? Ich bin Charakter erstellen, bin ich so schlecht. Von mir aus kann's losgehen. Das war gar nicht schlecht. Es war wunderbar. Ich glaube, ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Oh Gott, wie nennen wir die denn? Keine Ahnung. Wie nennen wir die denn? Also sieht jetzt nur der Facecam nicht. Also kommen wir mal hier. Priestly. Ich hab keine Ahnung. Fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Wollte schon sagen, kriegen wir keinen eigenen Zauberstab? Fick, ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Kriegen wir nicht noch unseren eigenen Zauberstab? Also ich bin zwar kein Potterhead und kein riesengroßer Harry Potter Fan, aber ich find's trotzdem toll. Ich habe die Bücher, die Filme ein paar Mal gesehen. Schon seltsam. Da, da.
Setting World ist die Welt, die alles Harry Potter Universum, Merchandise und so weiter. Unter einem Dach vereint. Wie die Eule da hinten drauf sitzt. Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Ein Drachen! Alter, es geht ja schon mal spannend los. Es geht ja schon... Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Trank bringt Sie schnell wieder... Mega-Power-Trank. Drücke, um zu heilen. Machen wir erstmal natürlich ein bisschen Tutorial. Ich würde mir aber tatsächlich noch ein richtiges Harry Potter Spiel wünschen, wo wir die Protagonisten spielen können, wo wir vielleicht auch die Geschichte von Harry Potter durchspielen können. Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum.
Pausetaste. Wie weit hat uns der Portschlüssel geführt? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie? Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Oh. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Einige Spieler haben vorhin das Ziel auszuwählen und den Arm mit derselben Stick erledigen. Okay. Das war etwas holpriger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Was ist denn das für ein Zauber? Und waren da nicht die unverzeihlichen Flüche? Nicht mehr weit, gleich davon. Alter, ich werde so amok laufen. Ich werde der Schlimmste. Und der Voldemort ist ein Scheißdreck gegen mich. Reparo. Irgendwas mit der Statue da zu tun. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört.
Ach, ciao. Die Medikarte zeigt deine Umgebung. Ja, natürlich haben wir das Problem, dass wir... Machen wir mal die Kamera aus. Machen sie mal dahin. Oder besser wäre wahrscheinlich sogar noch dahin. Wobei, da muss ich es ja noch ein Stück nach da schieben. Oder wir machen sie dahin. So. Die Medikarte zeigt deine Umgebung an. Das ist dein aktuelles Ziel. So kann ich mir nämlich den Auftrag anzeigen. Professor, es ist so eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Voll am Eskalieren. Wie heißt denn der Zauber? Habe ich irgendwas verpasst? Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Er hat gesagt, wir müssen üben. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Was ist das? Professor Fig! Ja, es ist manchmal nicht so geil. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was mit Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Weck den Kobold Wo auf. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Ey, du Schlafmütze. Hallo? Sind wir in der Bank? Willkommen bei Gringotts Zauberer. Gringotts heißt es genau. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen.
wenn Sie sie behalten möchten. Also ich würde so ein richtiges Harry Potter Spiel feiern, wo alle Darsteller doch drin sind, wo wirklich die ganze Welt, wo du einfach die ganze Geschichte von Harry Potter nochmal erzählen kannst. Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Ich will das nicht überspringen. Achso. Verlies Nummer... Verlies 12. Ein großer Tag. Ah. Weiterfahren. Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wir werden wahrscheinlich gleich angegriffen. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Oh, das ist so gut gerade. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Spiel rauskommt, seitdem, dass sie es vorgestellt haben. Jetzt kann man spielen, ey, das ist so... Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Dies? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls ich Ihnen einen Weg offenbar, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor.
die Frage, wer kümmert sich denn um die Kerzen und so, und zündet die immer wieder an und so. Ich glaube, das hat sich in dem Spiel erledigt. Ich glaube, die Frage müssen wir hier nicht stellen. Lumos. Und auch Lumos können. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Alter, für so einen richtigen Potterhead muss das doch der Wahnsinn sein. Die haben das wahrscheinlich auch schon durch. Das Spiel kam jetzt Dienstag raus. Ich sehe da vorne etwas. Heute ist Donnerstag früh, was 3 Uhr. Das Leuchten wieder. Also jetzt halt auf dem Boden. 48 Stunden raus. Für PlayStation und so. Für PC kam es Dienstagabend raus. Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos! Halte RT gedrückt und tippe auf. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Der ist gut. Ich muss 3 Angriffe abwehren. Neu. Müssen wir doch die Kamera höher machen. Dahin. Ich möchte, dass das Overlay zu sehen ist. Führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Lumos. Revelio. Lumos.
aus. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Elektrikiel, hi. Guten Morgen. Spiegelbilder schieben. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Kommt doch! Oh. Halte gedrückt, um Gegner meiner Stupor zu betäuben. Ja, guck mal, man heilt automatisch. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Krass, dass man schon innerhalb der ersten halben Stunde so ein Abenteuer erlebt. Ich werde der reichste Schüler sein, den es gibt. Warum nicht? Weißt du, dass ich eine Nachteule bin? Das sind sie ja. Wie haben sie... Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Ich war gestern im Krankenhaus. Bin dann... Hatte
eine kleine OP. Bin da mittags nach Hause und war einfach noch so platt, dass ich bis um eins oder so gepennt habe. Ein Denkarium. Und ich habe einen neuen Termin zu sehen. Das heißt, ich muss eh um 8 los. Mal sehen. Kopf runter. Ich muss 6:30 Uhr aller spätestens aufstehen. Ja, dann 3 Stunden kannst du noch schlafen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Ja, verstehe ich. Kenne ich auch. Schläfst du einfach nicht ein. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie ihm gibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Auftritt Bösewicht. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Und er ist tot. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Sag ich doch. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Dann hoffe ich mal, dass du schläfst. Alter, der ist gut drauf, der Junge. Musst du dir den Hot Tube Stream oder so anschauen. Da schläfst du ganz schnell ein. Ja.
Ich höre mir zum Beispiel Podcasts an. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier war für uns. Aber wir haben immer noch keinen eigenen Zauberstab. Sag ich doch, Hogwarts. Wir haben keine Klamotten mehr, wir haben keine Bücher mehr. Alles weg. Das hole ich mir. Ey, den Hogwarts Express hole ich mir irgendwann als Lego-Set. Definitiv. Ey, ASMR hilft tatsächlich auch manchmal. Die haben ihr Studio Portkey genannt. Cool. Dann